Folge 226 von Simotrans. Wir sind hier und suchen nach dem Fehler und ich bin der Meinung, dass wir jetzt vielleicht den Fehler finden werden. Ich habe es mir mal grundsätzlich überlegt und wir sehen, dass hier 2540 Weizen ist von 2460. Das heißt, der ist voll. Hier ist genug Mehl liegend und das Mehl ist auch da relativ voll. Jetzt müssen wir gerade nur gucken, dass wir auf dem anderen Gebiet hier auch noch unsere Mehlhütte haben. Hier ist die zweite Mühle und siehe da, Weizen 3200, 1600. Das heißt, der Hof da, der Obsthof, der kann gar nicht liefern, weil alles schon voll ist. Und hier wird es wahrscheinlich dann nicht anders aussehen. Deswegen fährt da kein einziger LKW durch die Gegend. Hier, 2900 ist Maximum. Also genug da. Ja, da wissen wir Bescheid, woran es da liegt. Jetzt müssten wir nur gucken, was geht hier nicht weiter. Tierfutter 106 von 904, obwohl das da ist, hier läuft es ja eigentlich. Das wird ja produziert. Jetzt ist die Frage, wer holt hier ab oder so. Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Siloware Tierfutter. Okay, der ist gerade da gewesen und bringt das. Muss man mehr bringen? Das ist die Frage, ne? Ich glaube nicht. Hier, das ist nicht das Problem, weil da läuft es ja. Lass uns mal gerade auf der Karte nach der Mühle gucken. Nehmen wir erstmal diese hier an uns. So, das müsste ja die Bäckerei dann sein, die hier das Getreide kriegt, das Mehl kriegt. Genau so ist es. Und die braucht oder hat oder wie ist es? Die hat reichlich Mehl, die hat Zucker, aber die hat keine Eier. Okay, wir haben Eierproblem hier. Jetzt ist die Frage, ob wir da etwas mit dem Bahnhof hier weiter veranstalten. Also es ist nicht... Ach Gott, da oben, deswegen geht es auch nicht voran. Ja, guckt euch das an hier, die Kolonne da. Da ist unser Problem gerade. Wir müssen hier mehr Stellplätze hinkriegen. Okay, das bedeutet 50er, nee, 200er Straße, Autobahn, wow. Das bedeutet, wir müssen mal hier ausbauen. Würde ich jetzt so mal machen. Und dann so. Nee, der geht da ja nicht. Den reißen wir nachher wieder ab. Können wir ja auch eine Bushaltestelle gerade hin machen. Und dann den. Und die Bushaltestelle machen wir aber wieder weg. Die will ich da nicht haben. Ah, super. Der hat das Schild als erstes weggerissen. So, jetzt ist natürlich doof, weil das Auswahlsignal da natürlich an der Schaltestelle war. Jetzt wartet er hier auf eine leere Bucht, die schon besetzt ist. Der muss erst wieder hinter Schild. Und der wahrscheinlich auch, ne? Ja. Fahrplan, fahr wieder hin. Und Fahrplan, fahr wieder hin. So. Sieht so aus, als ob das jetzt hier auch passt. Auf jeden Fall, ne? Die fahren auf jeden Fall. Der hat schon geladen. Ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Hier müsste man eine Durchfahrt machen eigentlich, ne? Oder? Ja, aber momentan sieht es so aus, als ob das ja passt. Wir haben drei Buchten jetzt frei. Wir können theoretisch ja auch noch mehr machen, ne? Hier nochmal, Straße nochmal. Können wir hier weiterziehen, oder? Können wir hier so noch machen, wenn, ne? Ja, mach so und fertig, oder? Und dann machen wir noch da eine hin. Und da eine hin. Und wenn es sein muss, können wir hier auch noch ausbauen. Ja, ist auch egal. Komm, jetzt bauen wir sie alle dahin. Jetzt mal einen riesen Hof hier zum Umladen.
So, da kann nichts mehr schief gehen jetzt. Wir können diese nachher mal wegmachen, weil die ja doppelt sind, oder? So, jetzt fehlt uns nur das Getreide. Aber das Getreide kommt halt nicht, weil die Eier nicht geliefert wurden. Und wenn die Eier hier nicht geliefert wurden, wird hier nicht produziert. Und wenn hier nicht produziert wird, wird auch kein Mehl loskommen. Da sind gerade die Eier weg. 11 dazugekommen. 7, 6, 5, 4, 3. Ah, da kamen wieder welche, sehr gut. Aber es kommen nicht alle Eier an, weil andere für den Bahnhof wahrscheinlich da stehen. Und die sind dann, ne, für da hinten irgendwo, für einen Markt und sowas. Das bedeutet, wir sollten vielleicht mal gerade gucken. Eier Adenau. Was ist denn das für ein Fahrplan? Geflügelhof? Zur Großbäckerei, okay. Na dann. Den können wir zumachen und wir gehen mal gerade zum Depot in Radolfzell. Und schmeißen da noch ein paar LKWs auf die Linie, oder? LKW hier. Dieser. Anhänger. Wohl dieser. Das sind ja alles Palettenanhänger, ne? Gehe ich mal von aus, oder? Ja, passt. Dann Eier Radolfzell hieß das, ne? Ne, Adenau, Eier Radenau. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es dann. Alle auf dem Weg. So, dann sollten da auch ein paar Eier mehr unterwegs sein. Gut. Jetzt lass uns mal gerade die Mühle hier noch aufmachen, weil die wird ja dann als nächstes leer werden, oder? Ah, 2,5, 2,4, obwohl das ist nicht viel, ne? 2537, holt denn einer denn jetzt hier was ab eigentlich? Nee, es will ja keiner Mehl haben, dann wird auch nichts abgeholt. Das heißt, hier muss ja auch leer sein, oder? Eier und Backwaren sind da. Passt schon. Okay, da fährt jetzt ein LKW rein. Der muss ja dann was mitnehmen. Hat er auch. Okay. Da fährt der nächste rein. Dann müssten. Ach nee, der hat sogar was gebracht. Eier hat er gebracht. Die werden dann auch noch weiter transportiert. Okay. Ist aber nicht schlimm. Passt schon mal soweit. Aber das Mehl sind wir noch nicht losgeworden. Dafür müssen wir erst hier weniger haben. Und dafür müssen die Eier produzieren. Das sind 400 Portionen Mehl oder Palettenmehl, die wir da loswerden müssen. Wie geht das denn runter, wenn ich hier mal schneller stelle? Da kamen gerade wieder Eier. Okay. Okay. Ja, da werden immer ein paar Eier nur geliefert und nicht alle, ne? Müssen wir mal gucken. Wie viele Eier sind denn da oben wartend auf uns hier? Ach, guck mal an, Geflügel. 1315 Paletten Kühlwaren wartend. Vielleicht sollten wir da auch mal gucken, dass wir da was hinkriegen, ne? Der Kühl-LKW, der ist wohl ein bisschen mager, der eine, den wir da wohl haben, ne? Ist das der Kühl-LKW? Ne, das ist der Eier-LKW, na ja. Ist er denn hier irgendwo? Fährt denn da lang? Ach, der ist gerade hier am Depot. Geflügel Adenau. Kühlwaren. Das bedeutet, wir gehen wieder nach Rieden. Ne, nicht nach Riedenbergburg, sondern Radolfzell. Da ist das Depot. LKW. Geflügel brauchen wir, ne? Da ist Geflügel.
16 Paletten, 8 Paletten. Anhänger geht auch noch, ne? Ja. 18, 20, 12. Der geht nicht, okay. Ja, machen wir den da dran. Ist ja egal, wie die aussehen, oder? Was war das? Geflügel, Adenau, ne? Der da. Und 1, 2, 3, 4. Oh, waren doch mehr, wie ich dachte. Das Geflügel wird da jetzt abgeholt. Oh, super. Hier ist alles voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wieso ist denn hier vor? Ah, da fährt jetzt einer. Okay, das heißt, wenigstens noch drei Buchten müssen wir mehr haben. Lass uns die Straße sofort erweitern. Passt erstmal. Alle LKWs waren vor Ort. So. Der kann wieder weg. Und jetzt haben sie alle Platz. Und was wartet der jetzt? Ein Kühlwagen? Ja. Nee, ist er nicht. Warte, ich muss zweimal klicken, dann sehe ich, dass das Stück gut ist. Es sind keine Eier da. Jetzt werden keine Eier mehr produziert hier. Drei Eier, vier Eier. Tierfutter fehlt. Okay, so geht die Kette weiter. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass ein Zug kommt, der Tierfutter bringt. Und Tierfutter bedeutet auch wieder mehr Weizen. Und Weizen bedeutet wieder, dass unser Obsthof auch was laufen lässt. Tierfutter. Wir sind da auf der Linie drauf. Zwei. Einer davon schon veraltet. Beide im Endeffekt veraltet, ne? Wie groß ist denn der Bahnhof? Eins, zwei, drei, vier, fünfer Länge. Von wo? Ach, von da oben geht ja nicht woanders. Ja, komm, dann machen wir Karte auf und klicken schnell hier hin. Und dann bedeutet das, wir brauchen einen Zug, eine Lok. Diese nehmen wir. Und die kriegt dann noch ein paar Waggons für Siloware. Ja, komm, machen wir hier einfach Tierfutter und dann ist auch gut, ne? Da ist es schon. Gucken wir mal. 29, 56, 40, 24. 56 ist ja das Beste dann. So, geht noch einer? Nee, einer war zu viel. So, das bedeutet aber, der geht auf was für eine Linie? Ja, super. Da steckt schon wieder einer fest. Warte mal, die Karte können wir gerade schließen. Hier heißt die Linie Tierfutter Döbeln Altenau. Tierfutter Döbeln Altenau. Die ist es. Und kopieren und kopieren und starten und starten und starten und schließen und ist leer, also nee, warte mal. Wo waren das jetzt hier? Statistik. Ausmustern. Und der hier. Ausmustern. Jetzt hat er gerade geladen, ne? Na super, das hat ja gerade wieder so gut geklappt, ne? Okay, hier sind schon die Züge unterwegs, die uns das Silofutter dann dahin bringen. Und 448, eben war 240, also schon fast das Doppelte. Und jetzt nicht mehr zwei Züge, sondern drei Züge. Also sollte das auch funktionieren. So, damit sind wir da durch. Der wird sowieso entfernt, wenn der soweit ist. Jetzt müssen wir hier noch die Baustelle machen.
Okay, hier steht wahrscheinlich der dafür, dass der hier noch ein Gleis braucht, wo keins ist. Das heißt, wir bauen ein Gleis nach 160 Oberleitung. Passt und Gleisbau. Da. Passt, oder? Jetzt fährt er wieder. Oder auch einen Platz findet. Gut. Der ist auf der Brücke. Da steckt keiner mehr fest. Können wir wegmachen. Die fahren jetzt alle wieder. So, was macht er jetzt hier? Aber wir müssen aufpassen, dass nicht der nächste da stehen bleibt, oder? Aber der da unten ist gerade voll, der fährt wieder. Auch so ein Altertumslok, ne? Müssten wir auch mal switchen. Wie so viele Züge, ne? Da oben steht einer, der wartet auf was. Aber der wartet auf freie Strecke, vielleicht zum Bahnhof, aber vielleicht auch durchfahren. Müssen wir mal gucken, was er macht. Hier haben wir 6er-Länge, ne? Brauchten aber eigentlich auch nur 5er. Alle Züge sind hier 5. Ah, der fährt durch, okay. Komm, dann warten wir den da auch noch gerade ab, was der macht. Fährt der hier rein oder hält der hier an? Das wäre eine schwierige Frage. Wenn der da ein reinfährt und der fährt da rein, das bedeutet, wir sollten vielleicht hier noch ein Gleis mehr ziehen. Und Strom machen wir auch gleich. Und dann noch Bahnsteig hin. 2, 4, 5. Ja, ich glaube, es passt, ne? 6 macht ja keiner. Oder sieht nicht so aus, dass 1, 2, 3, 4, 5, ja. Sieht so aus, als ob das passend ist mit 5. Und wir haben auf jeden Fall ein Reservegleis. So, was macht unser Obsthof? Hier ist 1400, okay, das ist noch nicht weniger geworden. Tierfutter. Der fährt immer noch. Habe ich den nicht auf Ausmustern gemacht? Ja, habe ich. Wieso fährt denn der immer noch? Ach, der ist noch nicht ganz da, deswegen. Das heißt, wenn der jetzt gleich da ist, dann ist der auch weg, oder? Was machen hier unsere Eier? Ja, Tierfutter fehlt. 5 Eier und 5 Geflügel. Da muss schneller was passieren noch. Als Tierfutter fehlt. Machen wir den hier noch mal gerade auf. Wo findet der sich denn? Ah, der ist noch auf dem Hinweg. Okay. Ja, und hier müssen wir. Warte, wir können mal gerade schnell zur Dingens fahren. Zur Obstplantage. Da müssen wir weiter so, oder? Ja. Und ja, nehmen wir den LKW oder den ganzen Lagerplatz, sehen wir am meisten davon. Wenn hier was passiert, dann haben wir was geschafft. Ja, die müssen natürlich über die halbe Karte jetzt darum, ist klar. Und der eine ist schon weg. Sind jetzt nur die drei unterwegs. Und wo sind wir hier? Ich sehe lauter, vor lauter Karte nichts mehr, ne? Das war Radolfzell. Das ist die Mühle oder was? Ist irgendwie an der Mühle der Abholort. Den brauchen wir jetzt nicht. Das ist die Mühle mit dem Weizen. Das ist die Bäckerei. Der fehlen die Eier. Kommen auch keine, ne? Müssen wir da noch mehr Dingens machen? Sag schon, ach so, Eier werden nicht, weil, ja, weil da oben halt kein Tierfutter da ist, ne? Hier geht's ja nicht weiter, weil es Tierfutter fehlt. Da unten sehen wir das ja. Obwohl, ist gerade was irgendwie angekommen. Keine Ahnung wie, aber es ist was da. Eier werden produziert. Wie ist denn hier mit Geflügel? Wird das weniger, wo wir die LKWs draufgesetzt haben? Ja, ist nur die Hälfte da. Okay.
Kühl-LKWs waren 3 Stück dann, oder was? Ah, da sind die Eier unterwegs. Aber produziert gerade nicht, weil hier kein Tierfutter ist. Ah, ich wollte gerade sagen, der steht da, aber nein, er fährt gerade weiter. Tierfutter wird abgeholt. Und auch voll, ne? Oder ja, passt. Und wie sieht es hier aus? Ja, ist noch zu viel. Aber wird wieder produziert. Auf jeden Fall ist leer. War das schon der dritte Zug oder kommt der noch? Ne, war wohl schon der dritte Zug. Dann ist alles gut, würde ich sagen. Weil die müssen ja jetzt auch für die 3 Züge hier produzieren, ne? Und ich glaube, das so, wie wir uns das vorstellen. Der wartet auf den Gegenverkehr schon. Krass. Hier fehlt es an Tierfutter. Hier läuft es auf jeden Fall. Wo war denn der Gegenverkehr da? Ach so, war gar keine Ahnung was. Okay, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ja, 1000 Fenster auf, ne? Und wir gucken, wie es läuft. 2535, hier wird es nicht weniger. Hier ist nichts. Weil diese hier unterwegs sind. Aber das wird ja weniger, weil produziert wird. Wird beides gleich gebraucht. Naja, die Weizen, der kann ja jetzt bald mehr angeliefert werden, weil wir da auch den Obsthof mit drin haben, ne? Von den anderen Bauernhöfen kommt es ja passend. Was liefert denn der jetzt hier an? Der hat jetzt nichts, den brauche ich. Ah, landwirtschaftliche Güter, Tierfutter. Gerste wird angeliefert, okay. Funktioniert also da. Mühle läuft noch nicht. Er hat jetzt hier gerade was ausgetauscht. Wie sieht es hier aus? 1297, Tierfutter wird produziert. Wie liegt denn auf dem Bahnhof? Der Bahnhof ist irgendwo offen. Der ist es, 1027, okay, da ist noch auf jeden Fall was da zum Abholen. Hier wird wieder produziert, weil Tierfutter jetzt da ist. Wunderbar. Wo steht er denn? Warum steht er da? Ah, da kommt einer entgegen. Wer ist das hier unten? So, das ist unser Obsthof, den wollen wir schon sehen. Aber hier müssen wir noch auf diesem Stück, das ist ein langes Ende, da müssen wir noch eine Ausweiche basteln. Ja, guck mal, das ist bis dahin, das geht ja gar nicht. Wo steht denn der? Der ist ja US-weit weg dann, ja. Ich glaube, wir machen hier noch ein zweites Gleis gerade hin. So. So passt's. Elektrifizieren. Passt. Und dann noch Signale setzen. Gehen da 2 Züge hin? Ich glaube ja, ne? So sollte es gehen, oder? Da steht noch keiner. Da kommt der nächste.
Da ist irgendwo überfüllt, aber ich weiß nicht wo. Ist auch nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal, das machen wir zu. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Haben wir ja gerade fertig gebastelt. Wir haben hier den Bahnhof, der reichlich hat. Da wird es allerdings schlecht weniger. Der ist natürlich gut am Fahren. Den können wir aber schließen. Brauchen wir jetzt nicht da hinterher gucken. Tierfutter ist jetzt genügend da. Da läuft es auf jeden Fall wieder. Das heißt, wir kriegen Eier und Geflügel. Das heißt, das ist schon mal gebonkt. Das heißt, die Tierfutterfabrik ist jetzt das nächste. Und wir haben hier, wen haben wir hier? Hier haben wir noch die Bäckerei, die 1450 Mehl da hat. Aber da fehlen die Eier. Das ist ja hier auch gut, da sehen wir ja, der holt es gerade ab, ne? 700, das wird irgendwann so sein, dass die da unter nicht genug haben. Ich hoffe, dann wird nicht sowas blockiert mit dem Gleisen. Hier begegnen die sich gerade, das ist ja schon mal schön. Da tut sich nichts, weil kein Mehl von der Bäckerei abgefordert wird, weil die noch genug hat. Und da geht es erst runter, wenn die Eier da sind. Ja, sieht schick aus, ne? Lassen wir mal schneller laufen, glaube ich, oder? Und hoffen, dass irgendwo was weniger wird. Wahrscheinlich bei der Tierfutterfabrik da. Weil da links mit den Eiern, das dauert länger. 900, gleich haben wir's. Ich gehe mal hier hin, weil das glaube ich, dass das dann gleich am ersten angestoßen wird, wenn der hier soweit ist. Der geht ja jetzt unter 1000 gleich, oder? 904. 30. 20. 10. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier was passiert. 6. 5. 4. Und jetzt sollte er was laden irgendwo. Aber nicht unbedingt hier, oder? Doch, da. Hat geklappt. Der ganze Weizen wird jetzt transportiert. Gut, dann wissen wir Bescheid. Unsere Obstbude hier kann weiter produzieren. Läuft, ne? Haben wir hingekriegt. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir für diese Runde auch einen Schluss hier. Machen wir einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und genauso das Video auf anderen Kanälen teilen, damit andere mitkriegen, wie toll Simotrans doch ist. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.